Was geht ab, meine lieben Freunde? Farid Bang und Kollega waren mitunter dafür verantwortlich, dass der Fitness-Trend Deutschrap erobert hat. Natürlich gab es auch vor ihnen Rapper wie Massiv oder die Automatikbrüder. Doch erst Farid und Kollega haben es geschafft, dass Fitness zum fünften Element im Hip-Hop wurde. Und mit Zack Plus hatten sie den richtigen Partner. Gemeinsam haben sie legendäre Blogs gedreht und davon profitierten letztlich alle drei. Zack Plus wurde vom Startup in nur 2 Jahren zum Unternehmen mit Millionenumsätzen. Doch seit 2019 hat sich das Trio getrennt, allerdings ohne Statement oder Videoansagen. Als Außenstehender wusste man deshalb nie, was vorgefallen ist und weshalb sie sich geschäftlich getrennt haben. Deswegen gab es immer wieder Gerüchte, dass sie mittlerweile verstritten seien. Doch erst vor einigen Tagen machte Matthias Clemens öffentlich, dass er von Farid Bang ein großes Banger-Tabakko-Paket bekommen hat. Damit dürfte klar sein, dass er mit Farid nach wie vor befreundet ist. Doch jetzt äußert er sich zu Kollega, denn gestern wurde bekannt, dass Kollega sein eigenes Supplement auf den Markt bringen wird. Dabei entsteht sein Trainingsbooster nicht in Kooperation mit Zack Plus, sondern Gigas Nutrition. Dies scheint dem Zack Plus Chef nicht zu gefallen, aufgrund der gemeinsamen Historie, die sie haben. Doch was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Guck mal, weil mein Kopf echt jetzt in diese Fragerunde, ne? Ich erkläre es jetzt noch einmal, ein letztes Mal. Ich habe in all meinen Online-Videos gesagt, mit allen Jungs und damals ist alles gut. Dementsprechend ist das auch so. Das ist auch so. Mit vielen habe ich mich auch schon getroffen. Ja. Mit ihm jetzt, der den Booster gemacht hat, habe ich mich nicht getroffen, aber das hatte zeitliche Gründe. Er hat mich aber irgendwann kontaktiert, meinte, hey, ich würde dich gerne besuchen kommen, alles klären, treffen, dies, das, tralala. Und auch das Booster-Ding stand vorher schon mal zur Debatte, dementsprechend wusste ich auch, dass auch das Thema sein wird. Und dem habe ich zugesagt. Dem habe ich zugesagt, aus reiner Freundschaft. So, deswegen ist, triggert mich jetzt nicht businesstechnisch, aber er, euch triggert es ja scheinbar hart. Mir ist es egal, ich finde es von seiner Seite ein doofer Move, weil hätte er jetzt auf mich gewartet, und wir hätten uns dann gesehen, hätte ich das wahrscheinlich auch zugesagt, aber nicht, weil ich davon es nötig habe, sag ich mal, sondern weil die History ist, schön, wir haben History und wir hatten nicht so ein großes Problem, meiner Meinung nach. Es war klärbar, so wie es mit allen anderen schon lange geklärt ist. Mit ihm aber auch, ich habe online mehrmals das signalisiert. Ich habe auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder gesagt, dass das Treffen noch aussteht. Ja, das Treffen stand schon sehr lange aus, stimmt, so. Aber ich hatte halt voll den Film so und er hat einen sehr engen Draht zu mir, also einen sehr, sehr engen so. Also er hat somit den engsten Draht zu mir, wo er genau abrufen kann, wie mein Status ist und wie mein Stresspegel ist und alles und hätte das machen können. Hat er nicht getan. Die anderen, die ich im selben Atemzug erwähnt habe, haben über diverse Kontakte mich kontaktiert. Dementsprechend warten schon viele Leute so lange. Er konnte das scheinbar nicht so lange abwarten. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt ganz ehrlich, ich war auch mit ihm befreundet, aber es verletzt mich jetzt nicht so. Es ist für mich so, ja, ich habe das 3, 4 Leuten erzählt, die haben gesagt, typisch er halt so. Das ist halt seine Art so. Er trennt halt Freundschaft und Geschäft sehr stark. Wenn das jetzt Farid wäre, würde es mich treffen, ja. Wenn das jetzt die Jungs wären, würde es mich auch treffen. So, aber bei ihm ist so, ich denke mir, ja, okay, bold Chance. So dumm, meiner Meinung nach. Also, ich finde halt, ich will nicht fronten, so, dann komme ich, ich verletze also mich. Ich war schon so ein bisschen geschockt, ja, so, nicht enttäuscht, war so einen auf, okay, seit 2019 trifft er nur falsche Entscheidungen, meiner Meinung nach. Aber ich wünsche ihm jetzt auch nichts Schlechtes und ich kenne seine Art und ich kenne ihn lange und ich möchte jetzt auch keine alten Kamellen auspacken, aber. Für mich dann auch so, ja, okay, hau rein, Brudi, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Dann habe ich auch keine Lust mehr, mich jetzt zu treffen, so. Und bei den anderen halt allen, die ich alle immer in einem Atemzug halt nenne, so sehe ich das halt anders, so. Da habe ich halt immer noch Bock, so. Und die sind da auch, glaube ich, alle geduldiger, beziehungsweise auf mich muss auch keiner warten. Ich meine, ich konnte halt nun mal wirklich nicht so, ne. Mehr habe ich jetzt, will ich auch jetzt momentan nicht dazu sagen. Aber an die Firma, ich habe einen Screenshot bekommen, wo ihr mich anfeindet. Bitte, bitte, doucement. Bevor wir Palaver kriegen, weil so, Christo, du weißt, schieß nicht online gegen mich, nur weil, also lass dir jetzt nicht Eier machen, weil wir,
du bist schon vor ESN an mir gescheitert, und jetzt das Fass mit dir nochmal aufzumachen, ist komplett Blamage, ne? So. Macht dein Ding, macht euer Ding, werdet glücklich. Ich denke, das hat keinen Erfolg. So, es hätte bei Sekt Plus mehr Erfolg, aber ich muss es auch nicht machen. Ich hatte nichts mit mir am Herzen, und aber schießt nicht gegen mich. Besser, glaub mir. Im Dezember sorgte Manu Elsen und Legacy Boxing für Furore im Deutschrap, denn sie boten allen Rappern die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten, um bis zu 100.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Zu Beginn waren ziemlich viele bereit für einen Kampf, doch mittlerweile sind nur noch Bösemann, Cero Dix und Sinan G bereit für einen solchen Kampf. Die drei haben mehrfach ihre Absicht bestätigt, in den Ring zu steigen und gegen andere Deutschrapper zu kämpfen. Doch schon bevor Manu Elsen das Angebot unterbreitete, wollte Cero Dix gegen Sinan G kämpfen. Doch auch Bösemann. Nun ist ein regelrechter Streit um den Kampf gegen Sinan G entbrannt. So hat Cero Dix jetzt ein Video-Statement veröffentlicht und ausdrücklich erklärt, dass er sich seinen Kampf gegen Sinan G nicht nehmen lässt. Hoffen wir, dass der Kampf im Ring ausgetragen wird und alles sportlich bleibt. Viel Spaß und Peace out. Jawohl Leute, was geht? Heute melde ich mich mal mit einem kleinen Statement. Ihr habt die letzten Tage nichts von mir gehört, aber ihr habt sicherlich alle mitgekriegt, was abging. Es wurden Ansagen verteilt, es wurde gedroht. Straße hier, Video dort, Digga, war eine wilde Woche. Von einer Stadt in die nächste. Und ja, Mann, wo fange ich an? Ich habe viel nachgedacht. Und ich fange bei Sinan an, ich fange bei dir an, Digga. Jani, du hast mit mir einen Kampf angenommen. Du hast mit mir festgemacht. Dann kommt einer von Seite. Setz dich in mein gemachtes Bett. Und du nimmst diesen Kampf auch an. Ja, nicht schämst du dich. Wallah, das ist Ayib. Jeder Mann würde sagen, das ist Ayib. Das geht nicht. Jeder Onkel würde das sagen. Was sagen die Berliner Jungs dazu? Ist auch egal. Dann kommt einer von Seite, verteilt die ganze Zeit Ansagen. Dann kassiert er mal ein Statement und da kommt jemand und sagt, ey, das ist mein Hack. Du kannst dich nicht auf meinen Hack setzen. Dann versucht er zu twisten und sagt, Straße und ich werd gejagt. Lack. Ich schlürf Kokosnuss. Auf welcher Straße werde ich gejagt? Auf welcher Straße wurde ich jemals gejagt? Entspannt euch mal. Ich habe mit Legacy geschrieben. Die warten eigentlich nur auf eure Zusagen. Erstes Quartal 2022. Wer kommen will, wer sein Mann stehen will im Oktagon, macht euch ready. Kommt in eure Filme rein. Zieht euch die Handschuhe an und gib ihm. Wir können auch ohne Handschuhe, ist egal. Bernackel, ich bin ready to die. Man kriegt mich aus diesem Oktagon nur tot. Ich sag es euch, wie es ist. Entweder ich schlafe oder ich gehe tot daraus. Aber ansonsten mit gebrochenem Bein kriegt ihr mich nicht mal daraus. Und droht mir nie wieder mit meiner Familie, Wallah. Weil da werde ich richtig psychopathisch. Und ich sag, wie es ist. Ihr redet alle vom Mannsein. Ist das männlich? Ist das männlich? Fake-Bots irgendwie auf meine Seite zu hetzen, Shitstorm zu erzeugen. Mir irgendwelche No-Profil-Bilder-Nachrichten zu schicken. Mir zu drohen. Egal was passiert, ich gehe für meinen Hack sterben. Ich sag es euch, wie es ist. Das ist Real Talk, Digga. Ich bin ready to die, jederzeit. Weil mein Recht habe ich mir noch nie nehmen lassen und ich werde es mir auch nicht nehmen lassen. Auf jeden Fall. Kompliziertes Szenario. Danke an jeden einzelnen Supporter, dass ihr all in gepumpt habt. Dass ihr so viel Liebe geschenkt habt. Wallah, ich liebe euch von Herzen. In wenigen Tagen, ein, zwei Wochen, kommt auch schon wieder was Neues. Wird auch richtig wild. Und ja, Mann, schreibt mir gerne mal dazu, was ihr davon haltet. Ob ihr das mit euch hättet jemals machen lassen. Ich lasse es auf jeden Fall nicht zu. Ich werde auch mein Leben lang sowas nicht zulassen.